Preview. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Freaky Rough auf dem Kanal. Heute geht es nicht um Filme, heute wird es eher ein bisschen technischer. Ich habe hier meinen alten, treuen Rechenknecht, der so in die Jahre gekommen ist und ich einfach auch durch den 4K-Schnitt und kurzum 4K-Schnitt, Effekte, Power zu langsam. Ja, jetzt habe ich mir ein Upgrade-Kit zusammengestellt und möchte euch gern den Umbau zeigen. Es liegt viel an. Es liegt an, erstmal das Case sauber machen. Das habe ich seit 3 Jahren nicht mehr gesaugt innen. Zum Glück gibt es Staubfilter vorne und unten am Netzteil. Dadurch ist auch nicht so viel Staub drin. Es könnte schlimmer sein, aber es ist schon ziemlich eklig. Der Vorteil ist, ich rauche nicht in der Bude oder so. Deswegen hat man da auch nicht die klebrigen Nikotinreste drin. Das ist schon mal viel wert, weil die klebrigen Dinger, wenn man in der Wohnung raucht, das Nikotin, das verklebt dann so mit dem Staub innen drin und vergilbt alles. Und ja, das ist total eklig, das sauber zu machen. Aber das hier scheint eigentlich ja nur Staub zu sein. Und ja, ich dampf nur in der Wohnung. Und von daher, ja, wie gesagt, als erstes das Case sauber machen, alles ausbauen. Die Lüfter versuche ich dann auch irgendwie sauber zu machen. Die Grafikkarte werde ich wahrscheinlich auch den Kühler abnehmen und die Wärmeleitpaste wechseln. Das ist auch seit 3 Jahren nicht mehr gemacht worden. Die springt mir im Idle dann auch immer an. Ist ja normalerweise unter 50 Grad oder so, da bleiben die Lüfter stehen. Die läuft kontinuierlich, das heißt neue Wärmeleitpaste. Und dann das neue Mainboard vorbereiten und einbauen und dann wären wir auch schon durch. Ja, das Case bleibt. Ist mein heißgeliebtes NZXT H550 oder so. Keine Ahnung. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Markt. Ist auch ganz cool. Vorne 3 Lüfter verbauen. Oben kann man 3 Lüfter verbauen. Hinten noch 1 Lüfter. Und dann will ich euch jetzt erstmal die neue Hardware zeigen und wird dann auch erwähnen, was ich vorher drin hatte. Wo fangen wir an? Fangen wir mit dem Herzstück an. Ich habe mich hier für den Ryzen 7 5800X3D entschieden. Anwendungsleistung zwar jetzt nicht so gut wie ein Intel 8-Kerner, aber ist halt zukunftssicherer, was das Spielen bedeutet. Wenn ich den vergleiche, hier habe ich einen 1600er noch drin, ohne X. 1600er, den habe ich auf 3,8 GHz hochgeprügelt oder so im Overclocking. Hier ist kein Overclocking möglich, weil dann zerstört man sich den 3D V-Cache. Ja, aber man kann ein bisschen untervolten und durch das Untervolting kann man auch ein bisschen so 1-200 MHz die Taktraten steigern. Ja, auf jeden Fall, der, was da drin steckt, ist ja noch ein 14-Nanometer CPU. Das ist jetzt eine 7-Nanometer CPU. Der hat 16 MB Cache, L3 Cache. Der hier hat satte 96 MB. L3 Cache. Also ja, zum Zocken richtig geil. Anwendung ist mir gar nicht so wichtig, wenn jetzt 2-3 Minuten das Video mehr rendert oder so. Das ist mir so schnutzpip egal. Hauptsache das Ding, das läuft wieder. Ja, und dazu, ich habe ja hier drin, weiß ich, ob man sieht, ist irgend so ein Alpenföhn-Lüfter, so ein günstiger damals gewesen. War vollkommen ausreichend und jetzt habe ich mich für ein Be Quiet Dark Rock 4 entschieden. Auch ein richtig geiles Teil. Vom Design her gefällt es mir auch voll geil oben. Das gebürstete Aluminium, der Aluminiumblock hier drin, also ich kann mal sehen, ist halt hier einfach so ein Aluminiumblock und das ist jetzt auch geil angepasst. Ja, auf jeden Fall ist das mein Lüfter der Wahl jetzt, definitiv ein ganz stabiler Lüfter. Ja, und dann habe ich mich noch für diesen RAM entschieden, Course Inventions LPX, also der Low Profile. Da braucht man sich keine Gedanken machen, wenn ich da mal einen größeren Noctua Lüfter verbauen sollte oder so.
der halt über die RAMs rausragt, ist das hier safe. Ich brauche kein RGB oder so. Hier habe ich 16 GB, 3,2 GHz, 3200 MHz. Das hier ist ein 3,6er, 3600er RAM. Muss auch sagen, der erste Ryzen-Generation hat sehr schlecht mit dem RAM skaliert. Und bis ich den am Laufen hatte, den RAM, ist total Bullshit. Für den RAM 16 GB habe ich damals 140 Euro gezahlt. Hier ein 32 GB Kit jetzt DDR4 95 Euro. Und da kann man nichts falsch machen mit dem Vengeance LPX. Klar, es gibt besseren RAM von den Timings, aber mir ist er vollkommen ausreichend. Das sind RAM, wenn man besseren RAM verbaut, das sind einstellige Prozentzahlen. 1, 2, 3, höchstens 4, 5 Prozent, was man da mehr Leistung hat dadurch. Muss man aber auch sagen, dass der Ryzen 5800 X3D ziemlich schlecht mit dem RAM skaliert. Da ist es egal, ob man jetzt ihn auf 3200 laufen hat oder auf 3800. Das sind 1, 2 Prozent Unterschied, was der an Leistung hat. So, und was hier bei meinem auch ein Problem war, ich habe hier unten habe ich zwei SSDs drin gehabt. Nur zwei SSDs, eine 250 GB und eine 500 GB. Das heißt, ich habe den, glaube ich, zusammengestellt 2017, den PC, und fahre jetzt seit 6 Jahren nur mit 750 GB an Festplattenplatz. Und das hat mich schon in letzter Zeit ziemlich aufgeregt und so. Und deswegen werde ich da jetzt auch eine M.2 SSD verbauen. Die Samsung 980 Pro. Richtig geiles Teil. Es gibt ja schon die 990 Pro. Die sind generell ein bisschen teurer. Von der Leserate gar nicht so besser, der 990er. Aber von den Schreibraten macht es schon über ein Gigabyte aus pro Sekunde schreiben. Aber der hier ist vollkommen ausreichend. Meiner Meinung nach. Auch ein TLC NAND verbaut und hatten auch 5 Jahre Garantie drauf. Das heißt, ja, die halten ja ziemlich lang. Ich hätte auch nicht gedacht, dass meine alten Samsung Evos 6-7 Jahre halten, weil früher, wo die Technologie neu war, die SSD-Technologie, hat man gesagt, ja, die Chips, die halten nicht so lange, die gehen dir schnell kaputt und bla bla bla. Aber sie laufen noch. Ja, auf jeden Fall. 2 Terabyte und die Platten hier bleiben auch noch drin. Ja, und dann fragt ihr euch bestimmt, was nehme ich als Basis? Als Basis habe ich hier das Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi 2. Ganz stabiles Mainboard, unterstützt auch PCI Express. Der Prozessor kann da 20 Lanes freistellen, das heißt 16 für die Grafikkarte, 4 für die SSD, passt. Leider der zweite M.2 Anschluss nur PCI Express 3.0, aber ja, wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Das ist Mittelklasse, Midrange, Mainboard, aber mit einer richtig geilen Spannungsversorgung, was auch wichtig an dem Mainboard ist, was jetzt bei mir jetzt nicht so der Fall ist, weil ich habe eine dezidierte Soundkarte, aber da ist der Realtek ALC 1220 Chipsatz drauf, einer der besten Audio-Chipsätze. Ich glaube, es gibt nur einen weiteren Chipsatz, der ein bisschen besser ist wie der hier, aber den hatte ich bei dem Mainboard schon drauf und damals war das schon Weltklasse und es tut Rad nicht neu erfinden, ist ein alter Chipsatz, aber immer noch top, top Sound. Da braucht man auch keine dezidierte Grafikkarte. Da ist auch extra der Teil, wo die Sound Processing stattfindet, ist abgetrennt vom normalen Mainboard. So gibt es weniger Interferenzen. Aber ich setze weiterhin auf meine Sound Blaster Z. Ja, so, das war's jetzt mit den Teilen, die jetzt hier reinkommen. Dann sagen wir mal, stelle ich mal die Kamera um und fange jetzt an. So, da liegt jetzt mein Baby auf dem Tisch. Machen wir es mal auf.
Oh, ich sehe schon, wie staubig das alles hier ist. Wie staubig das alles hier ist. Da unten kann man sehen, an der, bei den SSDs, wie staubig die ganze Scheiße hier ist. Ein bisschen weiter rein und dann gehen wir erstmal mit dem Staubsauger ein bisschen hin. Ja, muss ich nachher machen, wenn das Mainboard draußen ist. Auf jeden Fall, ja, hier seht ihr hier schon mal meinen RAM-CPU-Kühler, meine Kraka. Außerdem die 1080, ist eine 1080 drin, die kommt ins neue System rein. Ich habe auch vor, auch die Grafikkarte demnächst zu updaten. Vielleicht eine 4070, 4080 wird zu teuer mit über 1000 Euro. Ich denke mal 650, 700 Euro für eine Einsteiger-Mid-Range-Grafikkarte ist auch ein sehr stolzer Preis. Auch hier habe ich jetzt vom CPU-Lüfter den Schraubendreher raus. Dann brauche ich meinen nicht. Und die sind immer ganz gut, sind auch magnetisch. Be quiet. Ja, machen wir erstmal die Kraka raus. In dem Case sind außerdem so Rindelschrauben. Die kann man auch werkzeuglos im Endeffekt werkzeuglos entfernen. Ist aber ein bisschen hakelig da unten, deswegen macht man das mit dem Schraubendreher. Und das ist immer wieder tricky. Hinten runter zu drücken, rausziehen. Will ja nicht kaputt machen. Ist immer sehr, sehr tricky. Will natürlich auch nicht abrutschen. Dann gibt es ja Mainboards mit so Quick Releases. Neuerdings, wo man hier so ein Quick Release hat. Der hier klemmt jetzt ein bisschen. Das ist natürlich nicht optimal. Ich will den Anschluss jetzt nicht rausreißen. Das ist natürlich jetzt richtig nicht das. Jetzt habe ich es. Hier diese schöne Cave A2, war damals Preis-Leistung auch ziemlich gut, hat ich habe mir gesagt, wenn die mal unter 500 Euro geht, dann kaufe ich mir so eine 1080, hatte vorher eine 970, ja, das ist ein ganz stabiles Ding, klar nicht großer Kühlkörper, reicht aber vollkommen, wird auch gereinigt, machen wir nachher auf und tun die Wärmeleitpaste wechseln. Und hier kommt jetzt die Soundkarte. Ah, die sieht noch aus wie neu. Die Sound Blaster X. Die hat auch innen drin eine rote Beleuchtung. Ein richtig geiles Teil. Oh, so Preis-Leistung. Einfach geil. Auch massiv. Das ist Metall zum Abschirmen und so. Geiles Teil. Machen wir hier die Stromversorgung raus. Das ist immer ein bisschen hakelig. Aber es geht. Das ist der Header für der Fan-Anschluss, mache ich später. Kabelmanagement kann ich dann auch mal vielleicht mal neu machen. Die Frontpanel-Dinger, noch der USB-Anschluss und dann jetzt noch die Mainboard-Schrauben lösen. Übrigens, da ist ein MSI X170 Gaming Pro Carbon verbaut, Mainboard, war auch stabil, war hier das Logo mit LED beleuchtet, hier war es LED beleuchtet, an der Seite hier hinten waren auch LEDs verbaut, war also schick, shiny, RGB geht ja heute nichts mehr ohne RGB, aber ich scheiß irgendwie auf RGB,
Früher als 16-Jähriger war das cool, wenn es da irgendwie geleuchtet hat, bunt. Aber inzwischen ist es mir so Schnuppe. Habe ich alles ausgesteckt. Hier die SATA-Dinger noch. Die sind auch immer tricky mit dem. Ah, hier habe ich noch den Anschluss. Hier ist die CPU. Dann kann ich das dort mal rausheben. So, da ist es. Da ist das schöne Teil. Da ist es. Man sieht, oh, so viel Staub ist da nicht. Hier sieht man halt so ein bisschen. Ja, auch ganz solides Mainboard. Hier der gleiche RAM verbaut, den LPX Corsair Vengeance. Der hat 3000 MHz hat er nur. Ja, 3000 MHz. Aber das war auch schon schwierig, den richtig auf der Gen 1 Zen CPU am Laufen zu kriegen. Hier auch ein M.2-Anschluss hier hinten. Nicht. Ja, MSI, muss sagen, ich hatte seit 20 Jahren, fast 20 Jahren, kein Asus Mainboard mehr. Ich habe hier RGB verbaut, das wusste ich gar nicht, habe ich aber glaube gar nicht angeschlossen gehabt, oder? Ich glaube gar nicht angeschlossen gehabt. Was ist denn da der Anschluss? Muss ich nachher mal den Anschluss suchen. Lustig aber auch schon. Ja, so, dann gehen wir mal rüber und bereiten das Mainboard vor. So, dann bereiten wir mal das Mainboard vor. Hier habe ich schon mal aufgeschlagen, wie die Frontpanel-Belegung ist. Ist immer wichtig, damit man weiß, wo die ganzen Stecker rankommen. Oh, guck mal dieses schöne Board an. Dieses schöne Board. Na, recht brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Guckt euch mal dieses schöne Board hier an. Ha? Ist hier sogar noch Unboxing Experience. Hier die Folie wegmachen. Oh. Ist glaube auch noch eine Folie drauf, oder? Ist ja auch noch eine Folie drauf. Oh. Porn. Und hier auch noch. Hört es euch an. Hört es euch an. Geil, geil, geil. Fangen wir mit der M.2 SSD an. Und dann können wir hier mal aufschrauben. Ist auch ein Wärmeleitpad zum Kühlen. Ich glaube hier im Mainboard-Karton dürften irgendwo noch die Schrauben sein für die M.2 SSDs. Das sind, glaube ich, die hier. Die Dinger hier. Die brauchen wir. Packen wir mal SSD aus. Kleiner als ich vermutet hätte, das Ding. Hier muss das Ding rein. Viele machen sich ja solche Dinger, zum sich statisch entladen, so Armbänder hin, das sie an die Heizung hin machen und so. Habe ich nie gebraucht. Ist auch noch nie was passiert. Ich habe schon einige PCs zusammengeschraubt. Achtet darauf, dass ihr vorher irgendwas Metallisches anfasst, um euch zu entladen. Und dann dürfte das kein Problem sein. Und ich habe noch nie so eine SSD installiert. Ich glaube, die kommt einfach hier so hin. Da ist ja auch so eine Nase an der Seite. Reinstecken, runterdrücken, festschrauben. That's it, glaube ich. Ja. Muss man halt auch aufpassen, dass man, wie beim RAM, dass die Nase hier passt. So, installiert. Kommt jetzt noch der Kühler hier drauf. Das
Wärmeleitpad mal weg. Hier einfach hierher. Schon installiert. That's it. Ah, ich sehe gerade, auf dem Soundchip ist auch noch ein Föhlchen drauf. So, jetzt machen wir mal die CPU. CPUs, das ist auch immer gleich. Man hat immer eine Ecke, die ist markiert. Das ist die hier mit dem Punkt hier drauf. Hier der Punkt hier. Und der Punkt muss einfach hier in die Ecke hier oben rein, denke ich. Oder ab. Ja, da steht auch ab. Einfach hier rein. Ne, hier ist die Ecke. Hier sieht man es am Sockel. Hier ist so ein kleiner Pfeil. Und dann geht es hier schon rein, denke ich, oder? Ja. Und dann kann man den einfach installiert. Jetzt kommt noch Wärmeleitpaste drauf. Ich benutze hier die Cooler Master Master Gel Maker. Ganz stabile. Ja, es gibt welche, die machen bloß einen Punkt drauf, sagen ja, Anpressdruck, manche machen ein Kreuz und es gibt ja auch Tests und so, aber ich gehe da immer auf Nummer sicher. Klicks drauf machen, ich gehe da immer auf Nummer sicher und verteile die ganze Paste so gut wie es geht, gleichmäßig. Ist halt immer, na, die ist ein bisschen dickflüssig hier. Vielleicht ist sie auch schon zu alt, aber denk mal nicht. Ah, ich freue mich jedes Mal, wenn ich an meinem PC rumschrauben darf, wenn ich mir das vornehme, aufzurichten. Macht immer wieder Spaß. Ja, verteilen, dann braucht man sich auch keine Gedanken machen um die Verteilung der Wärmeleitpaste. An der Seite ist es noch nicht gut. Na, das kriegen wir hier hin. Noch nicht mal die Vorrichtung für einen Kühler drauf hab, scheiße. Mach schon die Wärmeleitpaste. Guck, so passiert's. Wo ist jetzt das Kühler-Package hin? Hier. Haben wir hier bestimmt was. Jawohl. Nehmen wir ein Package. Und was haben wir denn da drin Schönes? Haben die ganzen Brackets drin. Ist auch Wärmeleitpaste dabei, aber ja. Das ist nachher, um den Körper drauf zu dingsbumsen. Genau, das brauchen wir nachher. Und das Bracket für AMD ist das hier. Das hier ist Intel. Jawohl. Muss auf die Seite packen. Das schrauben wir erstmal hier weg. Jetzt kommen, glaube ich, jetzt so hin, aber da hat es auch noch Unterlegscheiben. Nicht so fest anziehen, sonst springt er noch und schon habe ich die Scheiße am Finger. Dann habe ich die Scheiße am Finger. So, dann machen wir erstmal den RAM noch schnell rein. Ja, wir kommen eigentlich ganz gut voran, denke ich. Bis halt keine Komplikationen. Wichtig ist immer, dass ihr guckt, welche im Dual-Channel laufen, welche DIMM-Slots im Dual-Channel laufen. Hier ist es der B2 und A2. Also der hier und der hier.
Sonst habt ihr nur, ist ja Dual Channel RAM, sonst habt ihr nur die Hälfte an Leistung. Also nicht 3000 zum Beispiel, sondern nur 1500. Und gucken, dass die Nase hier richtig ist. So wäre zum Beispiel falsch, dass die Nase hier an dem RAM und am Sockel hier unten immer hier so rein, das Ding. Hier schieben, dass es Klick macht. Ist jetzt vor der Kamera ein bisschen schlecht. Klick, Klick drin. Hier genauso reinschieben. Klick, Klick und drin ist der RAM. So. Ganz wichtig, hier ist immer noch eine Folie drauf. Ich habe schon einen Fall gehabt, da hat sich jemand vergessen gehabt und hat sich gewundert. Der hat sich einen PC zusammengestellt, hat mich gefragt, oh, ich habe auch alles richtig gemacht und so, alles richtig eingesteckt. Und ich gucke und sehe, mach den Kühler runter und schick. Der PC ist kurz angegangen und dann gleich wieder ausgegangen, weil das halt keine Wärmeableitung hatte. Das hat sich gleich wieder abgeschaltet. Ein Prozessor ist aber nichts passiert. Zum Glück. Und dann setzen wir den hier mal drauf. Das sieht schon mal ganz gut aus. So. Aber na, das gebürtete Aluminium sieht geil aus. Definitiv. Das sieht geil aus. Ich mache hier fest. Ein bisschen anziehen. Liegt der auch richtig auf? Jawohl. Immer abwechselnd anziehen, damit Anpressdruck gleich bleibt. Bei dem Mount hier ist es, glaube ich, nicht so wichtig, denke ich, aber immer darauf achten. Sonst sitzt der nachher schief auf dem Prozessor und und installiert ist er. Jetzt kommt noch der Lüfter rein. Den Lüfter, den Be Quiet Silent Wings. Gutes Ding. Mal gucken, wie ich den montiere. Soll ich den so montieren? Dann habe ich hier genau der kürzeste Weg zum Header. Und jetzt noch der zweite Draht. Das ist so bloß so ein ganz dünnes Drahtding. Das hängt man dann hier oben in den Lüfter ein. Und das kommt dann halt hier in die Rillen hier rein. Ganz fummelige Arbeit. Wenn man da nicht aufpasst, verbiegt man sich auch gleich die Kühlrippen hier. Aber wenn sich da ein paar verbiegen, ja. Und jetzt kommt hier noch der Stromanschluss aufs Mainboard. Ist, glaube ich, hier die CPU dann auch gleich als CPU-Fan. Ja, CPU-Fan, CPU-Optional. Kann man noch einen zweiten reinhauen. Und fertig vorbereitet wird das gute Stück. Fertig vorbereitet. Ja, ganz nice. Ziemlich schwer jetzt. Ziemlicher Trümmer. Ja, dann muss man das noch einbauen. Grafikkarte, Soundkarte rein. Alles anschließen und ja, das ist auch immer wieder ein Gefummel. Ja, dann sehen wir uns gleich. So, jetzt kümmern wir uns mal um meine Graka hier. Mal gucken, wie die aufgeht. Habe sie schon lange nicht mehr. Ich glaube, die vier und die zwei hier und dann dürfte der Kühler schon abgehen, denke ich. Ja, das ist wieder der Klassiker mit Klassiker, der Klassiker und den GPU-Schrauben mit den Federn drin. Kann man nicht verwechseln. So, ich glaube, jetzt kann man den schon lösen, oder? Oh, es lässt sich schon bewegen. Ah, jetzt
Jetzt brauche ich einen. Hier 2-Check Plus kann ich nur empfehlen. Richtig geiles Teil. Wenn ihr da was braucht, habt ihr alles. Da auch eine Mini-Ratsche, einen kleinen, den hier. Nummer 1 fertig, Nummer 2 kann ich auch noch raus. Ah, das kann man jetzt so lassen. Und man sieht es hier man sieht es. Hier schon ganz, ganz bröckelig, ganz trocken. Ja, diesem schönen Alkoholpad. Ja, das ist so eingetrocknetes Zeug. Und den Kühler hier auch noch. Kühler hier auch noch schön reinigen. Ja, die hat es wirklich nötig gehabt. Total eingetrocknet die Wärmeleitpaste. Und da ist ein bisschen noch. Ah, mit einer. Das ist immer gut, wenn man so eine feine Zahnbürste hat oder so. Ist aber nicht weiter schlimm jetzt hier. So ein paar Reste drauf sind auf der Seite. Hauptsache auf dem Chip ist nichts. Schwierig ist es eigentlich gar nicht, so eine Grafikkarte wieder auf Vordermann zu bringen. Man muss halt nur wissen, wie. Muss man aber auch sagen, diese, die RAM-Dinger sind noch ganz gut dabei. Hier auch überkreuzt immer anschrauben, obwohl hier bei dem Kühler hier ist es jetzt nicht so wild. Der hat ja, wird ja flach aufgeschraubt, der kann ja nicht groß kippen. Geht nicht mit Wasser an elektrische Teile ran. Ist dumm von mir jetzt. Aber habe jetzt nichts Besseres da gehabt. So, und fertig ist das gute Ding. Schon erledigt. Wärmeleitpaste habt ihr gesehen. War ziemlich eingetrocknet. War schon ganz bröckelig. Und jetzt dürfte die Kühlleistung auch wieder stimmen. Hier 1080. Ich glaube, da gibt es ja schon die 4000er Reihe. Also vier Generationen weiter, aber die ist immer noch ganz solide. Hab auch bloß einen 1080p Gaming Monitor und da reicht die eigentlich noch. Und mit der neuen CPU bin ich so ein bisschen zukunftssicher. Ja, dann lass uns das ganze Zeug mal wieder reinhauen. So, und jetzt kommt die Heirat sozusagen. Mal gucken, ob man das ohne Probleme hier noch schnell hinbekommt, alles. Ein bisschen fummelig mit den ganzen Kabeln noch drin. So. Guck mal, das IO-Panel vergessen rauszumachen vom alten Mainboard. Da ist es ja integriert. Alles das alte Mainboard. Das ist ja hier jetzt die IO-Blende integriert. Hier müssen wir so. Kann sein, dass ich die ganzen Dinger hier ja passt. Ich sehe, ich muss
da ein bisschen noch am Kabelmanagement rumfeilen. Weil hier ist, glaube ich, der USB-Anschluss. Ne, da ist ein Lüfteranschluss. Der muss aber dann hier runter verlegt werden. USB-3-Anschluss haben wir, glaube ich, hier unten gehabt. Den müssen wir jetzt nach oben legen. Und ja, lauter so Kleinigkeiten. Kabelmanagement, nerviges Thema, muss aber sein. Will man ja clean haben alles. Wenn man Plexi-Seitenglas hat. Das schwarze Mainboard ist nicht gerade kamerafreundlich, wie ich sehe. Machen wir hier noch eins rein. Und dann können wir das so lassen. Zwei Schrauben könnte ich noch reinmachen, hier und da, aber ja, mein vorheriges Mainboard hat es auch nicht gehabt und das wird es eigentlich auch überleben, denke ich. Ja. Dann gucken wir erstmal, was wir hier haben. Das hier ist der HD-Audio, kommt nachher oben rein. Den Header müssen wir hier rüberziehen. Das hier ist die Grafikkarte. Das hier ist USB 2.0. Jawohl, das haben wir eigentlich hier. Kollidiert ein bisschen mit den Kabeln der SSD, aber kriegen wir rein. Jawohl. Das ist der Anschluss für den LED-Stripe. Aber der ist schon alt, den mache ich mal weg. Der ist auch schon voll vergilbt und so. Und der Anschluss ist auch veraltet, keine Ahnung, wo man den reinkriegt. Keine Ahnung. So, Kabelmanagement ist verrichtet. Dann lass uns erstmal, ich habe hier die ganzen Frontheader drauf gemacht. Und jetzt bomben wir die Kraker wieder rein. Ganz easy. Einfach hier runterklippen. Das Licht muss ich hier mal weg. Dann kommt das hier einfach hier rein. Gucken, dass das hier im Slot drin ist. Plopp drin. So, und jetzt noch die schicke Soundkarte. So, und fertig ist das gute Ding. Und ich hoffe, es ist alles richtig angeschlossen. Und hier oben noch der Ryzen 7 Aufkleber drüber. So, und das war's jetzt mit dem Zusammenbau. Und mal gucken wir mal, ob die ganze Scheiße hier funktioniert. Bis dann. So, das war jetzt der Umbau. Hier meine alte Plattform. Sie hat mir immer gute Dienste erwiesen. Mal gucken, was ich damit mache.
vielleicht bastel ich da auch noch was draus oder verstaubt irgendwo. Ersatz ist immer gut, wenn man das da hat. PC läuft gerade, ich mache schon die ersten Tests. Ich bin am Undervolten. So durchschnittlich kann man da schon gut was rausholen, so 200 MHz pro Kern. Optimierung läuft jetzt noch. Undervolten ist nicht schlecht, wird ja nicht so heiß. Es ist schon ein richtig krasser Hitzkopf, obwohl er gar nicht so viel Watt zieht. Aber durch den Cache, der macht schon einiges an Abwärme. Ja, wie gesagt, es läuft alles. Ich habe auch noch nie so schnell Windows installiert gehabt durch den neuen USB-Standard 3.2 oder 3.1 Gen 2, keine Ahnung, über den Stick dann auf die M.2 SSD drauf mit PCI Express 4.0. Ratzfatz. Aber sonst bin ich sehr zufrieden jetzt mit dem System. Jetzt muss ich gucken, was mein Schnittprogramm macht. Und ich hoffe, ich habe wieder Spaß am Videoschneiden und kann euch noch ein paar Videos geben. Kam da seit 2 Wochen jetzt keine Videos mehr. Und das wird sich aber jetzt wieder ändern. Auf jeden Fall, schreibt unten in die Kommentare, was macht ihr? Kauft ihr euch Fertig-PCs oder baut ihr auch immer um oder baut euch selber ein System zusammen? Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Guckt gerne Filme, guckt viele Filme. Ciao, ciao.